Was genau in der Nacht passierte, weiß sie nicht. Genauso wenig weiß sie, wer für die Schmerzen verantwortlich sei. Theoretisch könnte es jeder gewesen sein. Meine lieben Freunde, wir müssen reden. Über Rammstein. Christian Lorenz Flake, ihr erinnert euch, der Keyboarder von Rammstein steht jetzt im Sperrfeuer der medialen Berichterstattung. Auch er soll Frauen gegen ihren Willen missbraucht haben. Auch hier stehen Vergewaltigungsvorwürfe, Missbrauchsvorwürfe im Raum. Plötzlich und unerwartet. Denn die Vorwürfe stammen aus der Jahrtausendwende. Christian Lorenz, genannt Flake, ist ein Gründungsmitglied und Teilhaber der Rammstein GbR und damit auch Bestandteil des Gesamtpaketes. Und die Geschichten, die sich jetzt hier um ihn ranken, sind meines Erachtens mehr so der Sidekick, weil immer wieder wird trotz alledem auf Till Lindemann zurückfokussiert. Und diese Erweiterung des Spektrums dient hier offensichtlich nur darum, den Zielkorridor dieser medialen Berichterstattung weiter zu fassen. Aber kommen wir jetzt mal zu den Informationen, die hier so valide präsentiert werden, als wenn es sich um Fakten handeln würde. Auch das ist sehr, sehr gefährlich. Es handelt sich also um Berichte von zwei Frauen, die unter falschem Namen hier rezitiert werden, die über 20 Jahre alt sind. Und wieder mal greift man auf Seiten der Journalisten auf eine beliebte Methode zurück. Man spricht hier von einer eidesstattlichen Versicherung, die hier abgegeben worden wäre, um eine gewisse Validität auszustrahlen. Nun, wer sich ein wenig auskennt, weiß, und ich habe es auch schon in einem vorherigen Video gesagt, eidesstattliche Versicherungen können nur von dafür vorgesehenen Institutionen abgenommen werden, also vor Gericht. Einem Journalisten gegenüber ist eine eidesstattliche Versicherung nichts wert. Das ist genauso wie an Eidesstatt. Das heißt, es gibt nur eine eidliche Aussage, die vor Gericht gegeben werden kann und die dann zur Folge hätte, dass, wenn man unter Eid etwas Falsches sagt, einen Meineid schwört oder auf der anderen Seite, wenn es eben nicht unter Eid geschieht, eine nicht-eidliche Falschaussage tätigt. Das aber ist nichts, was man der Presse gegenüber, selbst der Polizei gegenüber funktioniert, es nicht tun kann. Das nur so am Rande. Also man versucht also hier von Seiten der Journalisten einem Tathergang oder zwei Tathergängen, die über 20 Jahre in der Vergangenheit liegen, mehr Gewicht zu geben, indem man sagt, ja, die müssen wahr sein, weil die beiden Damen haben das zwar unter falschem Namen, aber an Eidesstatt zu Protokoll gegeben. Bei uns, bei Journalisten. Was eben nicht funktioniert, nicht geht. Aber kommen wir zurück, was haben die beiden Damen denn gesagt? Und da widersprechen sich jetzt die Aussagen der einzelnen Medien, während in dem einen Medium der Bild-Zeitung, die rezitiert von dem, was sie in der Süddeutschen und bei der Tagesschau offensichtlich mitbekommen haben, ist die Rede, es sei nach einem Konzert passiert. Bei der anderen Aussage geht es darum, dass es nach einer Autorenlesung war, sei es drum. Es zeigt nur, wie brüchig hier schon die Berichterstattung darüber ist. Auf jeden Fall, was soll passiert sein? Und da zitiere ich jetzt aus dem Text und fangen wir an bei Jasmin, denn auch das ist so eine Geschichte. Jasmin Stevens, man hat also nicht nur einen Vornamen, man hat auch einen kompletten Nachnamen erfunden. Wie gesagt, damit wird das Ganze greifbarer. Jasmin Stevens hat ihre Aussage zur Vorlage bei Gericht an Eidesstatt versichert. Blödsinn. Wie gesagt, das geht nicht. Und das stammt jetzt aus einem Artikel, der so in der Süddeutschen stand. Also Leute, dass selbst die Süddeutsche hier hingeht und Hütchenspielertricks anwendet, ist bedenklich. Sie gilt als eines der validesten journalistischen Flaggschiffe, die wir in Deutschland haben. Bei einer Falschaussage droht eine Gefängnisstrafe. Ja, wenn ich vor Gericht eine Falschaussage mache. Hier geht es nur um einen Zettel, an dem jetzt die Etikette hängt, das hier könnt ihr vor Gericht vorlegen. Das ist also nichts anderes als eine Aussage, die dann vor Gericht in einem Prozess genutzt werden könnte. Neben ihr haben mehrere weitere Personen an Eidesstatt versichert, wieder wird mit dieser Aussage gespielt, dass Stevens von ihren Eindrücken in den Tagen, Monaten und Jahren nach dem mutmaßlichen Übergriff erzählt habe. Darunter sind Familienangehörige sowie ehemalige Arbeitskolleginnen und Freundinnen. Zudem stützen Tagebuchaufzeichnungen, fast 10 Jahre alte Unterlagen ihrer Therapeutin sowie Fotos von der Autogrammstunde die Schilderungen der Frau. Also hier ist jetzt von dieser Autogrammstunde die Rede, während in anderen Berichten von der Erstbegegnung in einem Konzert die Rede ist. Also muss man überlegen, was könnte hier tatsächlich stimmen. Aber es wird jetzt viel, viel spannender, weil die Fotos mögen ja während dieser Aufzeichnung gemacht worden sein. Und zu einer Begegnung ist es dann auch gekommen.
Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Es gab offensichtlich eine Nacht, an die sich wieder keiner erinnern kann, in der heftig gefeiert wurde und nach der man dann aufgewacht ist und nicht gewusst hat, wie man da hingekommen ist. Das ist das eine. Da könnte man jetzt noch sagen, ja, das ist wieder dieses böse Umfeld der Band Rammstein, die hier organisiert über die Frauen hergefallen ist. Blöde ist nur, dass diese Frau dann in ihrer Schwärmerei eine Affäre formuliert, dass sie noch nach diesen Ereignissen, die so traumatisierend gewesen sein sollen, eine mehrmonatige Affäre mit Till Lindemann aufrechterhalten hat. Ihr seht, jetzt geht es nicht mehr um Flake, jetzt geht es wieder um Till. Und dieses Objekt der Fokussierung Lindemann war auch nach diesen Ereignissen, die so traumatisch gewesen sein sollten, in ihrem Leben präsent. Und die beiden haben einvernehmlichen Sex auf Dauer gehabt. Das nur Fall 1. Fall 2. Starke Schmerzen im Unterleib ist hier die Subtitle eines Kapitels in dieser Berichterstattung. Und auch da wollen wir mal reinlesen. Neben Jasmin Stevens hat sich eine weitere Frau gemeldet. Also auch hier muss man jetzt aufpassen, wenn von Frauen die Rede ist. Ja, es ist richtig, ab zwei Frauen nutzt man den Plural, aber es sind zwei, nicht weitere. Eine weitere Frau gemeldet, die von einem mutmaßlichen Übergriff aus den Anfangsjahren der Band erzählt. Wir befinden uns derzeit im Jahr 1996. Die damals 22-jährige Sibylle Herder, auch ihr Name ist geändert, erinnert sich an ein Konzert in Gera im Februar 1996, anderthalb Jahre vor dem kommerziellen Durchbruch der Band. Damals habe sie Rammstein nach dem Konzert in deren Hotel begleitet und dort mit mehreren Personen, darunter Lindemann, Flake und Schlagzeuger Christoph Schneider, in einem Hotelpool und anschließend in einem Hotelzimmer getrunken und gefeiert. Sie habe dann, berichtet Herder heute, das Bewusstsein verloren und sei am nächsten Morgen nackt auf dem Fußboden aufgewacht. Neben ihr, so erinnert sie sich, habe Flake gelegen. Herder sagt, ihr Unterleib habe sich an diesem Morgen wie zerfetzt angefühlt. Ich habe vorher Sex gehabt, ich habe nachher Sex gehabt. Solche Schmerzen hatte ich vorher nie und nachher nie, sagt sie. Ihr Unterleib habe noch viele Tage danach wehgetan. Was genau in der Nacht passierte, weiß sie nicht. Genauso wenig weiß sie, wer für die Schmerzen verantwortlich sei. Theoretisch könnte es jeder gewesen sein. Diese beiden Frauen sorgen dafür, dass nun das Zielfeld, der Zielfokus, sich von Rammstein nicht nur auf Till Lindemann, sondern auch auf Christian Lorenz erweitert. Ich bin gespannt, wann jetzt der Nächste ins Zielvisier der Journalisten gerät. Offensichtlich ist diese Aktion ein idealer Nährboden für Anekdoten, Geschichten und Erinnerungen. Ja, ich glaube, dass hier tatsächlich auch Groupies auf ihre Idole getroffen sind. Und ja, ich glaube, dass es hier zu der ein oder anderen Situation gekommen ist, in der Sex eine Rolle gespielt hat. Was ich aber nicht glaube, ist, dass man jetzt diese Hexenjagd, die initiiert wird, um hier Quote zu machen auf dem Nacken und dem Rücken von Rammstein, hingehen sollte und sollte Rammstein als ideale Blaupause nutzen, um mit dem Patriarchat und dem Machtmissbrauch durch Männer insgesamt aufzuräumen. Denn wer hier tatsächlich sich in diesem Umfeld bewegt, der Bands, der sollte wissen, dass Wünsche und Bedürfnisse, Verliebtsein immer eine Rolle spielt und die Erinnerung genauso mitprägen kann wie Wünsche und Bedürfnisse. Denkt bitte an Kachelmann, denkt bitte an Türk, der Moderator und der Wettermann sind beide Opfer von Stalkern geworden, die genauso blühend erzählt haben, was alles passiert ist, wie es geschehen ist, die in den buntesten Farben erzählt haben, wie sie missbraucht worden sind von eben diesen beiden prominent präsentierten TV-Ikonen. Ich glaube, hier muss man sehr vorsichtig sein. Hier sollte sehr genau geprüft werden, hier sollte sehr genau geschaut werden, hier sollte vor allen Dingen jetzt aber eins einkehren, ein wenig mehr Ruhe. Und an dieser Stelle ist es wohl das Bedauern der Medien, dass diese Hetzjagd, dieses Zündeln mit der öffentlichen Empörung nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Denn die Konzerte von Rammstein, nicht nur in Deutschland, wo diese Empörungswelle ihren Zenit hat, sondern auch im Ausland sind ausverkauft. Vieles scheint von der Band abzuprallen. Die Verkaufszahlen, die Absatzzahlen ihrer Alben ist
ungebrochen hoch die Verkaufszahlen und Downloadzahlen der Alben. Ich verlinke es euch hier. Bei Universal sind in den letzten 5 Wochen dramatisch gestiegen. Rammstein steht also zwar im Fokus, aber ist in der Beliebtheit ungebrochen. Sehr weit oben bei denen, die die Musik und die Band mögen. Bis ein Gericht, sollte es zu einer Klageerhebung kommen, über Schuld und Unschuld befunden hat, sollte man hier nun Ruhe einkehren lassen. Ich denke nämlich, dass die Band mit ihrer Musik und ihrer Performance, die auf Provokation angelegt ist, selbstverständlich hier auf einer Gratwanderung unterwegs ist und polarisiert und polemisiert. Aber ich denke, dass auch diese Leute ein Recht haben, dass man an ihre Unschuld glaubt, bis die Schuld de facto bewiesen ist. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, genießt die Musik, welche auch immer, und seid bereit für mehr. Denn wir bleiben für euch am Ball. Bis dann. Ciao for now, euer Chris. Auch das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann schau dir hier eine weitere Folge aus unserem Kanal an und vergiss nicht, hier unseren Kanal auch zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn du Spuren hinterlässt, denn damit hilfst du uns unglaublich zu wachsen und wir tragen weiter dazu bei, dass dieser Lebensraum Deutschland gestaltet und bewahrt bleibt, so wie wir uns das vorstellen. Denn wir lieben unser Zuhause. Habitat, Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind. Auch das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann schau dir hier eine weitere Folge aus unserem Kanal an und vergiss nicht, hier unseren Kanal auch zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn du Spuren hinterlässt, denn damit hilfst du uns unglaublich zu wachsen und wir tragen weiter dazu bei, dass dieser Lebensraum Deutschland gestaltet und bewahrt bleibt, so wie wir uns das vorstellen. Denn wir lieben unser Zuhause. Habitat, Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.